Hi, willkommen zu einem neuen Video von mir. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Katja vom Kanal Kascha mit dem Ausrufezeichen. Und heute möchte ich mal über ein ganz besonders haariges Thema mit euch reden. Denn der Frühling steht ja endlich vor der Tür. Gut, im Moment nicht. Es ist nass, kalt und grau und ich musste sogar die Videolichter anmachen, sonst hätte man mich hier gar nicht mehr gesehen. Aber es wird bald wieder Zeit, die kurzen Hosen auszupacken. Das heißt dann aber auch, dass man sich wieder mit dem leidigen Thema Haarwuchs beschäftigen muss. Thema Rasieren. Ich hasse Rasieren. Ich finde es unglaublich nervig, jeden Tag diese Klingen über meine Haut fahren zu lassen, danach Rasierpickelchen zu haben, Irritation und am besten noch eingewachsene Haare. Deswegen möchte ich euch heute eine gute Alternative dazu darstellen. Dieses gute Stück hier nämlich, das ist der Braun Silke Peel 4-in-1 Skin Spa. Ein ultralanger Name, aber das Teil hat es wirklich in sich. Und da ich zum ersten Mal so einen Epilierer besitze, hatte ich natürlich auch einen gesunden Respekt vor den Schmerzen, denn ja, man hört da so einiges und deswegen habe ich mir sehr, sehr viele Tipps angelesen, was man denn so machen kann, um diese Schmerzen zu lindern oder gar zu verhindern. Und deswegen möchte ich euch heute auch gleichzeitig ein paar meiner Tipps vorstellen. Aber als allererstes zeige ich euch erst einmal, was überhaupt so alles im Lieferumfang enthalten ist und stelle euch das Gerät mal kurz vor. Neben dem Epilierer befinden sich noch zahlreiche Aufsätze mit in dem Set, auch ein Aufbewahrungsbeutel, ein Reinigungstüchlein und natürlich die Ladestation, denn das Ganze wird mit Akku betrieben. Den Epilierer an sich finde ich von der Aufmachung her echt schön und wie ihr sehen könnt, er lässt sich in zwei Stufen regeln. Ich habe bis jetzt immer nur die erste Stufe benutzt, die zweite finde ich doch ein bisschen zu krass. Außerdem hat er so eine kleine Leuchte dran, damit man auch wirklich sieht, wo sind eigentlich noch Härchen, wo muss man noch mal lang gehen. Apropos Aufsätze, kommen wir doch gleich mal zum ersten Tipp. Das hat jetzt weniger damit zu tun, die Schmerzen zu vermeiden, sondern eher erstmal im Generellen die Vorbereitung auf das Epilieren. Denn ganz wichtig ist, dass ihr eure Beine und die Zonen, die ihr natürlich epilieren möchtet, Achseln, Bikini-Zone, Gesicht, was weiß ich, vorher ordentlich reinigt und von allen Creme- und Fettrückständen befreit. Denn sonst kommen die Haare nicht richtig hoch, sie können nicht richtig stehen, der Epilierer kann sie nicht greifen und dann müsst ihr da tausendmal über die gleiche Stelle, was gar nicht mal so angenehm ist. Was zusätzlich noch hilft, ist ein Peeling. Am besten den Abend, bevor ihr euch epilieren möchtet. Und dafür nehmt ihr einfach eine dieser beiden Peeling-Aufsätze. Die eine Bürste ist dazu da, um etwas sanfter zu peelen. Die andere macht das ein bisschen grober. Jedenfalls entfernen beide gut den Schmutz und die alten Hautpartikel, sodass eingewachsene Haare erstens wieder an die Oberfläche gelangen und zweitens diesen eingewachsenen Haaren auch vorgebeugt wird. Tipp Nummer 2. Lasst die Haare nicht zu lang werden, denn je länger eure Haare sind, umso schmerzhafter wird es im Endeffekt. Deswegen würde ich euch nicht empfehlen, das Ganze sowieso nicht länger als 5 mm wachsen zu lassen. Der Silke Peel schafft es sogar noch kürzere Haare zu greifen, was echt ideal ist. Ansonsten sollten eure Haare doch schon etwas zu lang sein, habt ihr diesen Trimmeraufsatz hier mit integriertem Rasierer. Das heißt also, ihr könnt eure Haare nochmal ordentlich stutzen, sodass sie die optimale Länge haben, um dann epiliert zu werden. Nummer 3. Weniger ist mehr. Je mehr Pinzetten, umso mehr Haare werden auch auf einmal rausgezogen, was wirklich schmerzhaft sein kann, vor allem wenn man das zum ersten Mal macht. Deswegen nehmt euch einfach den Gesichtsaufsatz und benutzt ihn auch für die Beine. Das hat mir unglaublich viel geholfen, denn ich bin eigentlich ein sehr schmerzempfindlicher Mensch, aber so habe ich das gut durchgehalten. Klar dauert das dann im Endeffekt ein bisschen länger, aber es werden nicht so viele Haare auf einmal rausgezogen, was das Ganze wirklich erträglicher macht. Und mein allerletzter Tipp, den ich wirklich, wirklich, wirklich feier, macht es einfach während eines warmen Bades. Denn erstens, ihr seid total entspannt, die Wärme hilft euch, sie schüttet Endorphine aus, also nicht sie selbst, sondern euer Körper durch die Wärme. Biologie. Und die Haare stellen sich im Wasser so ein bisschen auf, was es für den Epilierer ein bisschen leichter macht, dann auch zu greifen. Der Silke Peel ist ja wasserfest, deswegen eignet er sich auch super unter Wasser, in der Dusche oder wo auch immer ihr euch epilieren wollt. Und ich muss wirklich sagen, ich habe dabei kaum was gemerkt. Als letzten Tipp noch so einen etwas allgemeineren Tipp zur abschließenden Pflege. Cremt nachher eure Beine oder den Bereich, den ihr epiliert habt, gut ein, sodass da keine Irritationen entstehen. Und wenn ihr nochmal epilieren solltet, dann macht das erst den Tag danach, ungefähr 24 Stunden später, dass sich eure Haut auch einfach so ein bisschen beruhigen kann. Vor allem in der ersten Woche solltet ihr vielleicht so 2 bis 3 Mal schon epilieren, damit nachwachsende Haare dann auch mit rausgezogen werden. Und wenn ihr dann irgendwann nach, wenn ihr Glück habt, 4 Wochen erst wieder ran müsst, dass alle so ein bisschen die gleiche Länge haben. Was ich dann auch ganz gerne noch gemacht habe, ist dann einfach mal so zwischendurch meine Haut mit dem Massageaufsatz zu massieren. Das ist nicht nur unglaublich angenehm, sondern soll auch das Hautbild verfeinern. Davon habe ich jetzt noch nichts gesehen, aber wer sagt schon nein zu einer Massage? Ihr seht also, der Silke Peel kann viel, viel mehr als nur zu epilieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch mehr wissen möchtet, dann versuche ich euch das natürlich gerne zu beantworten. Ansonsten muss ich sagen, bin ich wirklich sehr überzeugt von dem Silke Peel. Ich finde ihn in der Handhabung unglaublich